Es ist wieder soweit. 2 Monate sind rum und wir präsentieren euch Kunst, Kultur und Politik in einer vollgepackten Sendung Jugendstil. Hier sind die Themen. Filmlocations Sachsen-Anhalt. Was wird bei uns gedreht? Mythen für den Magen. Wir klären Essensirrtümer auf. Vandalismus oder Kunst? Im Gespräch mit Sprühern. Unterwegs in Brüssel. Die EU und ihre östlichen Partnerschaften. Was kommt euch in den Sinn, wenn ihr an Sachsen-Anhalt denkt? Bestimmt keine großen Filmproduktionen, oder? Doch ist Sachsen-Anhalt tatsächlich ein echter Geheimtipp geworden unter Hollywood-Produktionen? Und nicht nur George Clooney war schon hier. Der Medikus. Eine deutsche Produktion, die mit Hollywood mithalten kann. Zu einem Großteil wurde das Mittelalter-Epos in Sachsen-Anhalt gedreht. Viele Szenen sind genau an diesem Ort entstanden. Doch wie sehen die Filmsets in der Realität aus? Hier ein kleiner Vergleich, in dem die gewaltigen Unterschiede zwischen Film und Realität deutlich werden. Aber wie entsteht eine solche Kluft? Kostümdesignerin Anja Becker-Geipel war direkt an den Dreharbeiten vom Medikus beteiligt. Sie kann ein wenig Klarheit verschaffen. Das hier zum Beispiel ist alles komplett gebaut. Das ist vor den Kasematten. Ich weiß nicht, ob ihr da hinten wart. Das sind diese, diese Bögen sind. Mhm. Also die Bögen sind hier. Mhm. Und das haben die alles davor gebaut. Wie so ein Lichthof. Da wird dann oben Molton drüber gehängt, damit es schön kuschelig ist. Und das kommt alles dann weg. Darüber hinaus konnte ich weitere Drehorte wiedererkennen. Dieser hier war einfacher zu finden. Unterschiede sind ebenfalls zu sehen. Aber im Film soll ja schließlich das mittelalterliche England auf die Leinwand gezaubert werden und nicht eine Burganlage im Harz. Schauen wir mal auf die Brücke am Westtor. Wieder ein krasser Unterschied. So wurden doch hier etliche Häuser hinzugefügt. Wer den Film kennt, der wird sich an die Leichenszene erinnern. Auch ich durfte diesen Ort besuchen. Aber aufgrund der Dunkelheit konnte ich nichts erkennen. Für die Filmteams ist das gar kein Problem, denn sie haben professionelle Beleuchter im Gepäck, die dafür sorgen, dass der Zuschauer ein einwandfreies Bild mit angenehmer Lichtstimmung genießen kann. Kennt man die Plätze nicht bis ins Detail, so sind sie sehr schwer zu finden. Wir haben uns den Medikus mal angeguckt im Kino, wie eine Art Privatvorführung. Und immer wenn die Burg quer vor zu sehen war, haben wir gestoppt. Und das war, und der Filmvorführer musste alle 2 Minuten anhalten, und damit wir uns die Stoppzeiten aufschreiben konnten. Und das war uns selber nicht so bewusst. Ja. Manchmal ist es nur ein kurzer Schwenk oder eine Treppe oder was weiß ich. Ja. Und die Burg ist wieder zu sehen. Jetzt habe ich schon viel von Burg Querfurt kennenlernen dürfen. Was zeichnet sie also aus? Wir hatten zum Beispiel beim Medikus hier eine Fülle von Sets, von jüdischer Synagoge zu jüdischem Zeltlager, englische Taverne, persischer Eiskeller, Treppe und so weiter und so fort. Das macht die Burg so besonders. Außerdem erhielt ich spannende Einblicke in die Vorproduktion. Meistens werden die Location Scouts auf die Burg aufmerksam. Der zweite Schritt ist dann, dass sie mit Regie, Ausstattung und so weiter hierher kommen, sich das angucken. Und dann ist es aber oft schon so, dass die Kostümabteilung im Vorfeld schon mit mir Kontakt aufgenommen hat. Nicht, weil ich so eine tolle Werkstatt auf der Burg habe, sondern weil es in Mitteldeutschland einfach nicht viele Leute gibt, die in dem Bereich arbeiten. Und das heißt, ich habe dann oft schon mit der Kostümabteilung gesprochen, bevor der Regisseur auf der Burg war. Jeder weiß, dass im Film sehr viel nachgeholfen wird. Das beste Beispiel dafür ist der Galgenberg bei Elbingerode. Im Film Medikus befindet er sich nämlich an den Küsten Englands. Das ist riesig. Ja, das ist Dover, der beste Ort, ein Schiff zu finden. Dieser Ort ist ein perfektes Beispiel für das moderne Filmschaffen. Mit dem Einsatz von bestimmten Computertechniken ist es kein Problem mehr, 2 Orte miteinander verschmelzen zu lassen. Meiner Meinung nach sollte der Galgenberg gerne häufiger als Drehort verwendet werden. Seht euch doch mal diese wunderschöne Landschaft an. Meine Reise endet hier aber nicht. Der Regisseur des nächsten Films bleibt allerdings der gleiche. Ich befinde mich in Osterwiek. Der Regisseur von Medikus, Philipp Stölzel, hat genau an dieser Stelle hier Szenen für seinen Film Goethe gedreht. Doch wie erfolgt eigentlich die Drehortvergabe und wer ist dafür verantwortlich? Das versuche ich jetzt herauszufinden. Wir haben im Prinzip nur die Aufgabe, wenn Anfragen sind von Firmen, von Produktionsfirmen, von Filmstudios wie Babelsberg und anderen, wie das bei Monuments Men der Fall war, besteht unsere Aufgabe dahin, eigentlich das zu liefern, was sie wünschen. Außenaufnahmen abzusichern, Genehmigungen zu beantragen, mit Eigentümern zu sprechen, die gegebenenfalls gefragt werden muss. Also alles das, was im Hintergrund läuft. Okay, das scheint ja gar nicht allzu kompliziert zu sein. Dann werfen wir doch mal einen Blick auf den Film. Da war wirklich für 3-4 Wochen die Stadt komplett gesperrt. Da haben sie richtig die schönen Straßen, die Sie hier sehen, alles mit Schlamm vollgefahren. Das sah wirklich sehr mittelalterlich aus, über 4 Wochen hinweg. So sah also das filmische 18. Jahrhundert aus. Und heute
gar nicht so viel anders, eben ohne den vielen Schlamm. Außerdem wollte ich wissen, was die Stadt Osterwiek für Filmschaffende zu bieten hat. Also als Filmkulisse, das sieht man ja auch an den Filmen, die hier gedreht wurden, die Fachwerksubstanz bis ins 16. Jahrhundert reicht das zurück. Das haben wenig andere Städte. Wir haben unterschiedliche Fachwerkstile und das ist wirklich eine Kulisse, wie sie sonst nirgendwo finden. Und ich denke, das war auch der Anreißer dafür, weshalb die vielen Produktionen hier gemacht wurden. In diesem Punkt kann ich Peter Eisenmann nur zustimmen. Aber zu einer anderen Frage. Inwiefern profitiert denn Osterwiek von einer Filmproduktion? Es ist ein reiner Marketing-Effekt. Also wenn man sagt, George Clooney war hier, George Clooney hat hier gedreht, das wirkt natürlich auch. Okay, der finanzielle Effekt erfolgt also nicht direkt, sondern wirkt sich auf den Tourismus aus. Für den Film Monuments Man verwandelte sich die Stadt Osterwiek in das österreichische Bad Aussee. Darüber hinaus interessiert mich aber ein ganz anderer Drehort. Ich befinde mich im Halberstädter Dom. Doch im Film Monuments Man sind George Clooney und Co. nicht im Harz, sondern in Belgien. Und dort werden auch keine Gottesdienste abgehalten, sondern historische Gemälde gestohlen. Sehen wir uns den Unterschied zwischen Film und Realität an. In dieser Szene fällt auf, dass manchmal gar nicht so viel verändert wird. Der Dom bietet eine Menge wunderschöner Schauplätze. Den gleichen Gedanken scheint auch George Clooney gehabt zu haben. Er soll 20 Minuten hier bei uns gewesen sein und endete mit den Worten "It's perfect" und hatte entschieden, die Eingangsszene seines Films The Monuments Man im Halberstädter Dom zu drehen. Frau Venula konnte mir auch einen Einblick in den Dreh ermöglichen. Das war ein Nachtdreh und das war natürlich ein ganz einzigartiges Erlebnis für uns, weil ich jetzt zum Beispiel zu den wenigen Mitarbeitern zählte, die in diesem Inner Circle dabei sein durften. Der Dom war ja abgesperrt und eine Crew aus über 100 Mitarbeitern drehte dann im Dom und rund um den Dom. Und wir haben sozusagen gesichert, dass dem Dom und seinen Schätzen nichts passiert. Natürlich wollte ich mir die Gelegenheit nicht entgehen lassen, zu erfahren, wie George Clooney arbeitet. Vor allem, weil er bis dato eher als Schauspieler und weniger als Regisseur bekannt war. Wir saßen also im Dom, es war draußen recht kühl, alle anderen waren draußen und er kam dann alleine in den Dom und hat vor Ort dann diese Szene so künstlerisch erstellt und hat sie gespielt und dann nochmal kurz innegehalten und überlegt, wie könnte ich es noch besser machen. Und das war schon so ein beeindruckender Moment, weil es einfach ein bisschen intimer war. Verlassen wir einmal die Kirche, denn auch der Innenhof ist einen Blick wert. Ein wunderschöner Garten wird umringt von den majestätischen Gebäuden der Hoch- bis Spätgotik. Gehen wir noch weiter nach draußen, so finden wir einen weiteren bekannten Ort. Hier fährt das Auto entlang, welches das gestohlene Gemälde transportiert. In einer Stadt, in der nie zuvor etwas Vergleichbares gedreht wurde, erregt das natürlich sehr viel Aufmerksamkeit. Hier lässt sich wieder die Brücke nach Osterwiek und zu Peter Eisenmann schlagen, der für mich noch einmal die Besonderheiten des Drehortes Sachsen-Anhalt zusammenfasst. Sachsen-Anhalt hat nach meiner Kenntnis eine ganz angenehme Filmförderung. Ich glaube, dass es hier unkomplizierter ist, einen Film zu drehen, als in Ballungsregionen. Weil das sieht man ja auch bei uns, das geht recht fix. Da hat man einen Ansprechpartner und wir sind auch gewillt, das zu unterstützen. Als auch natürlich die Kulissen. Also Osterwiek ist ja nicht das Einzige in Sachsen-Anhalt, was attraktiv ist. Ich brauche nur ein paar Kilometer weiter nach Wernigerode-Quedlinburg. Ist ähnlich schön. Wunderschöne Kulissen, naturbelassen. Ich denke, das ist ein riesengroßer Vorteil für den Filmstandort hier. Leider konnte ich nicht alle Drehorte in Sachsen-Anhalt bereisen. Es gibt aber durchaus weitere schöne Kulissen, die es verdient hätten, Teil eines Films zu werden. Wusstet ihr, dass Popcorn eigentlich eine sehr gesunde Angelegenheit ist? Eine ganze Portion enthält 300 Milligramm Antioxidantien, während ein Apfel nur 160 Milligramm enthält. Und außerdem ist es ziemlich reich an Ballaststoffen. Noch mehr aufgeklärte Essensmythen könnt ihr euch jetzt schmecken lassen. Sie kennen bestimmt die Aussage, abends Essen macht dick. Wir vertrauen diesen Aussagen blind. Doch stimmt das auch? Es gibt viele solcher Mythen, die nicht ganz zutreffen. Heute klären wir 4 davon auf. Kommen wir zu unserem ersten Mythos. Kaffee stresst das Herz. Wir kennen es ja alle. Wenn jemand viel Kaffee auf einmal trinkt, dann rast das Herz. Da könnte man schnell denken, dass viel Kaffee dem Herzen schadet. Das ist aber nicht der Fall. 5 bis 6 Tassen Kaffee pro Tag steigern das Risiko an einer Herz-Kreislauf-Erkrankung nicht. Es sorgt lediglich für einen erhöhten Herzschlag für eine Viertelstunde. Verschiedene Studien belegen diese These. Es können sogar 3 bis 4 Tassen Kaffee pro Tag einen Schutzeffekt hervorrufen, bei dem das Herz gestärkt wird, fand die Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf heraus.
Kaffee kann andere Krankheiten wie Demenz, Depression, Leber- und Krebserkrankungen vorbeugen. Bei Schlafstörungen sollte man nur darauf achten, dass der Kaffee nicht am Abend getrunken wird. Was denken Sie, wo ist mehr Zucker drin? In Apfelsaft oder in Cola? Cola. Die Cola vielleicht noch ein Würfelzuckerchen mehr. Wenn ich schätzen müsste, Apfelsaft. In der Cola sind, glaube ich, ganz viele Würfelzucker umgerechnet drin. Cola ist auf alle Fälle die Zuckerkanone. Bei unserem zweiten Mythos geht es um weniger Zucker in Saft als in Softdrinks. Es dürfte nichts Neues sein, dass Softdrinks wie Cola oder Fanta mit dem ganzen Zucker ungesund sind. Doch was viele nicht wissen, dass in Saft genauso viel Zucker sein kann wie in Cola. Durchschnittlich sind 400 bis 500 Kalorien jeweils in einem Liter Saft oder Cola enthalten. Natürlich beinhaltet Saft noch viele Vitamine und Mineralstoffe. Es gibt auch nochmal einen Unterschied zwischen Saft und Nektar. Zu Saft darf kein Zucker zugesetzt werden, zu Fruchtnektar schon. Bei Durst sollte dann lieber Wasser getrunken werden. Ab und zu ist Saft auch kein Problem. Zum Beispiel die Ballaststoffe, die brauchen wir für einen guten Stoffwechsel, für eine gute Verdauung. Die findet man natürlich mehr im Apfel als im Apfelsaft. Und das ist bei anderen Obstsorten ganz genauso. Also wenn jemand die Wahl hat, sage ich immer, nimm das Obst, isst das so in Gänze, wenn es geht, ja? Und den Saft nur mal so im Ausnahmefall. Das Maß macht's. Zu unserem dritten Mythos, abends Essen macht dick, gibt es ein berühmtes Sprichwort. Morgens ein Kaiser, mittags ein König, abends ein Bettler. Dieser Spruch hat seinen Ursprung aus den Zeiten, in denen die meisten körperlich hart gearbeitet haben und morgens genug Energie brauchten, um diese Arbeit zu verrichten. An sich ist es aber nicht entscheidend, wann gegessen wird. Dass man sagt, okay, die Kohlenhydrate eher am Vormittag und am Abend eher die Eiweiße empfiehlt sich. Der Körper kann die Kohlenhydrate aus einem Brot, zum Beispiel aus Getreide, sehr schnell verarbeiten. Das ist ein einfacher Umbauprozess, um an die Energie für den Körper heranzukommen. Eiweiße sind da schwieriger vom Körper zu gewinnen und umzubauen. Der Prozess dauert länger. Und wenn wir jetzt abends Eiweiße essen, also ein Steak zum Abendbrot statt der Stulle, dann hat der Körper damit länger zu tun und ist länger satt. Es kommt darauf an, wie viel Energie über den Tag aufgenommen und verbraucht wurde. Also wenn wir mehr Energie durchs Essen aufnehmen als verbrauchen, nehmen wir auch zu. Dann ist es so, dass die meisten Menschen zu häufig essen. Also man weiß heute, 2 bis 3 Mahlzeiten am Tag sind absolut ausreichend. Wir müssen nicht ständig essen. Man kann am Abend viel essen, nur sollte es dann am Morgen bei einer Kleinigkeit bleiben. Unser letzter Mythos thematisiert, dass Alkohol krank machen soll. In geringen Mengen kann Alkohol Herz-Kreislauf-Erkrankungen durch Wein oder Bier vorbeugen. Und da ist die Menge das entscheidende Kriterium. Dabei liegt das maximale Ausmaß für Frauen bei 10 bis 20 Gramm Alkohol pro Tag. Das entspricht ungefähr 200 Millilitern Wein oder einem halben Liter Bier. Für Männer bei 20 bis 40 Gramm Alkohol täglich, das ist circa eine halbe Weinflasche oder ein Liter Bier. Auch Rotwein mit den Inhaltsstoffen, die drin sind, mit den sekundären Pflanzenstoffen, wirken sich gut auf die Gesundheit aus, ja? Aber A, müssen sie es nicht. Also es ist nicht so, dass die positive Wirkung bei jedem so auch eintritt. Und B, wenn man einen guten Effekt haben will, dann muss man es wieder regelmäßig trinken. Und dann kann man sagen, möchte ich jetzt jeden Tag ein kleines Glas Rotwein trinken? Wenn wir dieses Ausmaß überschreiten und Alkohol in großen Mengen trinken, erhöhen wir das Risiko, Leber- oder krebskrank zu werden. Der ganze Stoffwechsel ist beeinflusst. Schwere Alkoholiker essen dann auch nicht mehr wirklich. Ja, die sind dann mangelernährt. Es hat also dann auch noch viele Folgekrankheiten, zieht das nach sich. Doch am Ende gilt immer, die Dosis macht das Gift. Graffiti ist allgegenwärtig und die illegale Szene ist lebendiger denn je. Ob kleinere Tags oder ganze Bilder auf Wänden und Zügen, es ist kaum aus dem urbanen Stadtbild wegzudenken. Viele empfinden das als unreflektierte Zerstörung. Doch was sagen die Künstler selber dazu und zu ihrer Motivation?
Graffiti ist ein komplexes Thema in unserer heutigen Gesellschaft. Die Menschen empfinden es als Schmierereien und abwertend. Doch trotzdem begeben sich die Künstler täglich in die gefährliche und illegale Welt des Graffitis und das alles nur, um ihrer Kunst eine Leinwand zu schenken. Doch warum? Wollen sie wirklich einfach nur Privateigentum zerstören oder wollen sie eine bunte Verschönerung des grauen Alltagslebens schaffen? Wir haben sie getroffen und nachgefragt. Graffiti ist für mich rausgehen und machen, worauf man Bock hat. So. Graffiti ist, finde ich, eine Art zu leben. Das ist eine Lebenseinstellung. Eigentlich sehr viel, dass mein ganzer Tagesablauf darauf ausgerichtet ist. Wenn ich ausstehe und eine Woche lang nicht gesprüht habe, dann bin ich schlecht drauf. Darum ja, gehört das Graffiti eher für mich zum Leben dazu. Früher vor allen Dingen illegale Bilder, wenn man das so bezeichnen kann, ja. Ich mal am liebsten ja, Buchstaben halt. Ja. Darum geht es ja irgendwie im Graffiti auch. Und das macht auch am meisten Spaß, weil man damit kann man ja sehr dolle ausweiten, sehr dolle abstrakt darstellen, wie auch immer. Ja, zurzeit male ich am liebsten Buchstaben, möchte aber eigentlich mich irgendwann mal davon sehr weit auch entfernen. So. Ja, primär, dass ich hier war. Ich weiß nicht, ob noch mehr dazugehört. Man macht erstmal, man möchte sich ausleben, vielleicht ist es auch eine Art Therapie. Man möchte. Ja, das, was man fühlt, versuchen in Farben oder Buchstaben oder in irgendwelchen Linien auf die Wand oder auf den Zug zu bringen. Das gleiche versuche ich auch. Wie es dann ja, endet und aussieht, das entscheidet dann der Betrachter. Also hier in Magdeburg oder generell in Deutschland ist immer das Problem, dass die Menschen da sehr negativ drauf reagieren. Also Buchstaben oder generell Style-Writing ist für sie halt Sachbeschädigung, es ist für sie hässlich. Es ist für sie nicht schön. Mir ist halt aufgefallen, dass die meisten Menschen innerhalb von Deutschland, glaube ich, immer so diesen Privateigentum-Ding haben. Man kommt an und man macht es einfach, indem man augenscheinlich ein Privateigentum kaputt macht. So, aber wie machen wir das denn kaputt, nur weil wir da Kunst draufhauen? So, ja? Das ist halt immer so, das Auge des Betrachters, glaube ich, ist in Deutschland was ganz anderes. Mal was Sicheres macht auch Spaß, aber ab und an, glaube ich, braucht man so diesen Nervenkitzel. Ich glaube, gerade auch als illegaler Graffiti-Writer ist es, glaube ich, schon so, dass man einen gewissen Nervenkitzel, glaube ich, auch sucht. Magdeburg ist sehr schön zu malen. Also ich finde gerade, es ist eine schöne Kleinstadt so. Also ich finde es gut, hier auch geboren zu sein, weil ich mag es nicht zu klein, aber auch nicht zu groß. Das mal so auf den Punkt zu bringen, also ja, also der Innenstadtbereich, der hält halt nicht lange, weil Magdeburg ja durchgentrifiziert wird. Alles wird schick saniert, aufgewertet und so. Und das ist gerade für illegale Sprayer, denke ich mal, wie soll man das ausdrücken? Also man malt montags eine Wand und die kann mittwochs schon wieder weg sein, weil so schnell die Leute hier da Bock drauf haben, dass die baff wird und so. Es gibt die bisschen Stadtzentren hier in Magdeburg, da ist es nicht der Fall. Da dauert es ein bisschen länger, aber auch da wird schnell beseitigt. Das ist ja Graffiti. Ein Aufschrei ist von einer gewissen Subkultur. Da geht es ja nicht darum, um irgendwas zu beschädigen oder so, sondern es ist darum, sich seinen Lebensraum, so wie ihm der gefällt, der ja triste ist in der monopolkapitalistischen Gesellschaft, der sehr triste ist, sehr eintönig, sich ihn selber zu gestalten. So, dass man darauf scheißt, dass zum Beispiel das ein Privateigentum ist, dass die Gondel da, die da besprüht wird, irgendein Großkonzern gehört, weil der Großkonzern hat genug Geld. So, darum geht es mir halt. Das ist halt ein Ausdruck von einer gewissen Lebensqualität, glaube ich. Nein, Lebensqualität wäre das falsche Wort. Ich würde sagen, das ist ein gewisser Grundausdruck einer Lebensphilosophie. Die Europäische Union pflegt immer weiter Partnerschaften mit Ländern, die noch nicht in der EU sind. Länder wie Moldau oder Armenien entfernen sich immer weiter von ihrer sowjetischen Vergangenheit und nähern sich dem europäischen Gedanken an. Wir waren in Brüssel und haben diese östlichen Partnerschaften mal genau unter die Lupe genommen. Wer
befinden uns im politischen Herzen Europas. Aber was bedeutet Europa eigentlich? Ist es was Geografisches oder denken wir sofort an die Europäische Union, wenn wir über Europa sprechen? Und wie sieht Europa aus für die Jugendlichen aus Deutschland? Das versuchen wir zu klären. Im Rahmen der Europa-Medienpreis-Studienfahrt nach Brüssel und Straßburg haben wir die ukrainischen Freiwilligen uns mit dem Thema der östlichen Partnerschaft beschäftigt. Außer uns und zwei geflüchteten Männern aus Syrien bestand die Gruppe aus Jugendlichen aus Deutschland. Wir haben mit Politikern aus Sachsen-Anhalt gesprochen und die Orte besucht, die mit der Europäischen Union verbunden sind. Europa ist für mich verschiedene Sachen. Also einmal auf jeden Fall die geografische Variante, in der erstmal klar abgesteckt ist, um wen geht es hier überhaupt. Und dann aber vor allen Dingen, was natürlich auch gerade ein sehr großes Thema ist, geht es für mich bei Europa um Solidarität. Heutzutage wird im Parlament und im Ausschuss der Regionen viel über die östliche Partnerschaft gesprochen. Trotzdem wissen nicht alle, was diese Partnerschaft bedeutet. Das heißt für mich Weißrussland, Ukraine, Moldawien, Georgien oder was? Noch zwei. Armenien und Aserbaidschan? Ja. Weißrussland, Republik Moldau, Ukraine, Georgien, Armenien, Aserbaidschan. Ukraine ist Kiew. Weißrussland. Nee, gerade nicht. Weißrussland ist Belarus, ne? Belarus ist Minsk. Armenien. Aserbaidschan ist Jerewan. Baku. Baku war Aserbaidschan. Armenien, Jerewan. Wirklich, ich bin geografisch, ich kann das überhaupt nicht. Moldau ist noch Chisinau. Georgien ist Tbilis. Also es muss viel mehr aufgeklärt werden und es ist auch, also es gibt viel mehr Unwissenheit. Also ich bin ja, wie viele glaube ich auch, was das angeht, kenne ich mich halt auch nicht aus und so geht es vielen. Das wird halt in der Schule auch nicht wirklich praktiziert. Die östlichen und westlichen Länder müssen voneinander lernen. Das denken nicht nur die Jugendlichen, sondern auch europäische Abgeordnete. Also östliche Partnerschaft ist ein Programm der Europäischen Union, wo es darum geht, mit den östlichen Nachbarn in engem Kontakt zu sein, auch zu schauen, wie man Handelsbarrieren verändert, aber auch wie man sich besser kennenlernt. Wir müssen als Europäische Union immer auch eines machen, wir müssen lernen und verstehen, dass jedes Land, auch gerade die unsere Nachbarländer, eine eigene Tradition haben, eigene Historie haben und auch viele Dinge vielleicht anders machen möchten, als wir das in Europa lösen. Ja. Und das heißt, gegenseitig auch Verständnis aufbauen, miteinander irgendwo ins Gespräch kommen, voneinander lernen, das ist ganz wichtig. Nach dem Besuch des Parlaments ging unsere Reise weiter. Vor allem die Führung durch das Museum und die Erinnerungsstätte von Verdun war beeindruckend. Hier wurde die Idee des Friedens und der Völkerverständigung auf ganz besondere Weise lebendig. Ich finde, Europa ist dafür ein wichtiges Instrument, dass Frieden gewahrt wird. Also Europa ist ein Kontinent und die EU ist die Versicherung für den Frieden für all die Bürger, die in der EU leben. Und daher ist es wichtig, dass die Idee von Europa expandiert in der Welt, dass mehr Länder Teil von diesem Gut oder von diesem Gut, Frieden, in Frieden leben zu dürfen, erleben können. Thank you.
Während unserer Reise haben wir verstanden, dass nicht alle Teilnehmer gute Kenntnisse von osteuropäischen Ländern haben. Trotzdem sind sie der Meinung, dass die Beziehungen zwischen der Europäischen Union und den Ländern der östlichen Partnerschaft vertieft werden müssen. Alles hat ein Ende, nur Jugendstil hat keins. Besucht uns auf unserer Internetseite jugendstil-magazin.de oder macht doch einfach mit in unserer Redaktion und schreibt uns bei jugendstil@ok-magdeburg.de. Wir sehen uns wieder in 2 Monaten. Bis dann.